Also, ich bin Jakob Kopczynski und ich bin hier beim Play Festival unter anderem für die Produktion hier in der Markthalle zuständig. Ganz ehrlich, als ich mit beim Festival dabei war, beim ersten Mal, hatte ich keinen blassen Schimmer, was hier überhaupt passiert, weil ich von Computerspielen und vom kreativen Umgang mit Computerspielen, also was man sonst noch damit machen kann, wirklich keine Ahnung hatte und bin da einfach so ins kalte Wasser gesprungen. Von daher habe ich am Anfang überhaupt gar nichts gedacht und wusste gar nicht, wo das alles hinführt. Aber mehr und mehr war mir klar, dass es eine Institution wird und so von Jahr zu Jahr habe ich schon gedacht, es muss zumindest weitergehen, weil es sich lohnt, weil die Inhalte immer besser werden, weil es immer wichtiger ist, dieses Thema zu platzieren, Computerspiele und was man damit kreativ noch machen kann und was man so umsetzen kann in den verschiedenen Bereichen in Kunst und Kultur und Bildung. Von daher, also die Wichtigkeit habe ich gesehen und sonst, ob es denn nun wirklich immer weitergeht, hat sich so von Jahr zu Jahr entschieden. Aber ich habe es mir mal gewünscht. Also ich freue mich, nach 10 Jahren hier noch zu stehen und dabei zu sein. Also ich würde mir wünschen, dass wir noch weitere irgendwie, ich sag jetzt mal subversive oder verrückte Formate irgendwie noch finden. Das würde ich mir wünschen, als wir hier die Play Gala vor einigen Tagen gemacht haben, kam ich wieder so auf den Trichter, sage ich mal, wieder was Neues zu entwickeln, was Neues zu erfinden für die Bühne, was mit Spielen etwas zu tun hat. Vielleicht mal wieder ein paar kreative Köpfe, neue Köpfe wieder auf die Bühne zu bringen. Von daher wünsche ich mir auch weitere neue Ideen und hoffe, dass wir sie in den nächsten Jahren umsetzen können, ob beim Festival oder vielleicht auch mal so als Event, was so für sich steht. Und ich hoffe, dass es auch irgendwann mal nach 20 Jahren irgendwie noch weitergeht. Ob ich jetzt dann nun dabei bin oder nicht, ich hoffe, dass das Festival besteht bleibt, mich vielleicht sogar überlebt. Ja, das wünsche ich mir.